beiderseits der Neiße, im Westen Polens und im Osten Deutschlands gelegen, findet man die alte Kulturregion Oberlausitz-Niederschlesien. Durch den Zweiten Weltkrieg getrennt, verbindet sie heute über Ländergrenzen hinweg. Sie gilt wegen ihrer zahlreichen Parkanlagen als Geheimtipp. Hier haben die besten Architekten und Landschaftsarchitekten Mitteleuropas gewirkt. Wohl die bekanntesten davon sind Karl Eduard Adolf Petzold, Karl Friedrich Schinkel, Peter Josef Lenné und Fürst Hermann von Pückler-Muskau. Neben europaweit bekannten Anlagen, wie beispielsweise den Fürst-Pückler-Park Bad Muskau, finden Sie in der Region beiderseits der Neiße verborgene Schätze, die auf Ihren Besuch und Ihre Entdeckung noch warten. Sie locken in eine landschaftlich reizvolle Umgebung und vermitteln den Besuchern ein lebhaftes Bild der unterschiedlichen kulturellen und politischen Einflüsse, unter denen der jahrhundertealte Kulturraum entstand. Landschaftsparks mit bezaubernden Parkbildern, Spuren barocker Gartenkultur, Klosteranlagen mit Kräutergärten und Zeugnisse einmaliger Friedhofskultur warten auf ihre Entdeckung. Noch fehlt es einzelnen Parkanlagen an der nötigen Pflege. Doch dafür haben sich die Verantwortlichen miteinander verbunden. Als Gartenkulturpfad beiderseits der Neiße ermuntern sie zu einem Besuch. Zahlreiche Materialien erleichtern das Kennenlernen. Allein oder mit Familie und Freunden können Sie hier im Grünen Ruhe und Erholung vom Alltag finden. Mit interessanten Kulturangeboten, Führungen, Open-Air-Konzerten und Ausstellungen werden Sie herzlich empfangen. Bei einem gemütlichen Kaffee trinken oder einem Picknick auf der Wiese lassen sich die Eindrücke mit anderen teilen und Pläne für weitere Erkundungen schmieden. Kommen Sie und verweilen Sie in einer der 30 Parkanlagen in gastfreundlicher Umgebung. Wandeln Sie auf den Spuren der Vergangenheit und lernen Sie so einen Teil europäischer Kulturgeschichte näher kennen. Hier finden Sie eine historisch gewachsene Gartenregion, die sich schon bald mit anderen Gartenregionen messen lassen kann. Ein Schatz, den zu entdecken, es sich lohnt.